Wir beschäftigen uns heute mit einem eher kleinen neurologischen Thema, nämlich mit Sinusvenenthrombosen. Zur Erinnerung, die Sinus sind in die Dura Mater, also in die harte Hirnhaut eingebettete Blutleiter, die das venöse Blut aus dem gesamten Gehirn sammeln und dann in die Halsvenen leiten. Hier sehen wir so einen Sinus im Querschnitt, und zwar am oberen Pol des Schädels, also quasi direkt in der Mittellinie. Das wäre der sogenannte Sinus sagittalis superior. Wir werden dann gleich auf der nächsten Abbildung noch das Sinusnetzwerk des Gehirns im Gesamten sehen. Diese Abbildung soll einmal der anatomischen Einordnung dienen, wo wir uns überhaupt hier befinden mit diesen Blutleitern. Hier sehen wir das Hirnparenchym mit Mark und Cortex. Darauf liegt die weiche Hirnhaut, die Pia Mater. Dann folgt die Arachnoidea, die Spinngewebshaut, die zwischen ihr und der Pia Mater den Subarachnoidalraum freilässt, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, mit Liquor, und in dem kortikale Blutgefäße, also Arterien und Venen, verlaufen. Und die Venen, die hier das Gehirn drainieren, durchstoßen dann die Arachnoidea und die erste Hälfte der Dura Mater und gelangen so in diesen Hohlraum in der Dura, und das ist der Sinus, und von dort läuft dann das Blut in die Halsvenen. Dieses Netzwerk sehen wir hier. Der Ausschnitt, den ich gerade gezeigt habe, stammt eben aus diesem Bereich hier oben, beim Sinus sagittalis superior. Es gibt noch den Sinus sagittalis inferior, der parallel dazu verläuft, aber ein bisschen tiefer liegt, an der Unterkante der Falx cerebri, also dieser Durafalte, die die beiden Hirnhälften voneinander trennt. Der Sinus sagittalis superior mündet hier ins sogenannte Confluens, also in den Zusammenflussbereich. Der Sinus sagittalis superior mündet in den Sinus rectus, und dieser wiederum läuft ebenfalls dann ins Confluens. Und von dort zweigen dann bilateral die Sinus transversus ab und gehen dann über in den Sinus sigmoideus, und der biegt um und läuft dann in die Vena jugularis interna, und somit ist der venöse Blutabfluss erfolgt. Da es sich bei Sinusvenenthrombosen um venöse Thrombosen handelt, haben wir auch dieselben Risikofaktoren wie zum Beispiel auch für Beinvenenthrombosen. Ja, mit der Ausnahme, dass die Immobilisation natürlich kein Risikofaktor ist für Sinusvenenthrombosen, weil wir ja da ohnehin keine Muskelaktivität hätten, die das Blut irgendwie in Bewegung hält in den Sinusvenen. Also ein Unterschied zu den Beinvenen. Dort erfolgte der venöse Bluttransport zu einem großen Teil durch Muskelkontraktionen beim Gehen. Aber die anderen Risikofaktoren sind ziemlich ähnlich. Wir haben hereditäre Thrombophilien, also angeborene Gendefekte, die verschiedene Proteine aus dem Gerinnungssystem betreffen und zu einer Thromboseneigung führen. Dann wissen wir ja auch, dass Entzündungsreaktionen Thrombosen begünstigen. Und dabei ist es egal, ob diese Entzündungen zum Beispiel durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst werden oder durch Infekte. Und besonders klassisch sind Infekte des HNO-Bereichs mit Sinusvenenthrombosen als Komplikation verbunden. Da soll zum Beispiel die verschleppte Otitis media genannt sein, die dann zu einer Mastoiditis führen kann. Oder eine unbehandelte schwere Sinusitis kann genauso dann eine Sinusvenenthrombose auslösen. Sie kommt auch im Rahmen von Meningitis-Fällen vor,
Aber da ist das klinische Bild schon vor der Thrombose eher dramatisch, weil ja die Hirnhautentzündung doch eine lebensbedrohliche Erkrankung an sich ist, auch ohne eine Sinusvenenthrombose als Komplikation. Dann ist natürlich auch die hormonelle Kontrazeption ein Risikofaktor, zumindest wenn eine Östrogenkomponente dabei ist, wie in der kombinierten oralen Kontrazeption. Denn das Östrogen bringt die Leber dazu, mehr Gerinnungsfaktoren zu synthetisieren. Deswegen ist es auch nicht so das Problem, wenn man zum Beispiel mit der Minipille verhütet, in der ja nur ein Progesteronanteil enthalten ist. Da treibt man das Risiko für Sinusvenenthrombosen nicht so in die Höhe. Bei einer Schwangerschaft kommt es eben durch die Veränderung im Östrogenhaushalt auch zu einem erhöhten Risiko, nach Schädel-Hirn-Traumata auch und Malignome, also Krebserkrankungen, gehen auch immer mit einer erhöhten Thromboseneigung einher und da ist im pädiatrischen Bereich besonders die akute lymphoblastische Leukämie als Risikofaktor bekannt, denn da entwickelt sogar einer von 50 bis 200 Patienten eine Sinusvenenthrombose, was einem relativ hohen Risiko entspricht. Der wichtigste unmittelbare Risikofaktor für eine Sinusvenenthrombose ist eine Dehydratation, die zu einer Eindickung des Blutes führt. Das heißt, die Fließeigenschaften des Blutes werden verschlechtert, das Blut stockt leichter und das kann Thrombosen begünstigen. Klinisch präsentiert sich die Sinusvenenthrombose als ein unspezifischer neurologischer Symptomkomplex. Häufig sind dabei Kopfschmerzen, Erbrechen, also Symptome eines erhöhten intrakraniellen Drucks, Bewusstseinstrübung, Krampfanfälle und fokalneurologische Ausfälle, die unterschiedlichster Art sein können. Da können Sehstörungen auftreten, Paresen, Aphasien und so weiter. Zu diesen neurologischen Ausfällen und zu den Krampfanfällen kommt es, weil die Thrombose im Sinus verhindert, dass sich die Kortexvenen in den Sinus entleeren können. Das heißt, das Blut staut sich bis in die kleineren Hirnvenen zurück und es kommt dann zu Hirnrindeninfarkten durch diesen fehlenden venösen Abfluss und den Druck. Und es kann sogar so weit gehen, dass dann einzelne kortikale Venen platzen und es zu einer Stauungsblutung kommt. Und je nachdem, wo diese venösen Infarkte und Blutungen auftreten, habe ich halt unterschiedliche Ausfälle. Wir finden bei den Sinusvenenthrombosen jetzt aber nicht diese klassischen Syndrome von arteriellen Schlaganfällen, wie zum Beispiel ein Mediastinitis mit einer Lähmung des kontralateralen Arms, einer Aphasie und einer Gesichtslähmung. Sowas finden wir in dieser Kombination weniger, einfach weil diese venösen Infarkte kleiner sind als die meisten arteriellen Infarkte und weil der venöse Abfluss des Gehirns auch viel variabler ist als die arterielle Versorgung. Sie unterscheidet sich also von Person zu Person stärker. Zwei wichtige Punkte möchte ich hier noch mitgeben. Bei Zeichen für eine intrakranielle Druckerhöhung, also Kopfschmerzen, Erbrechen plus minus Bewusstseinstrübung, sollten wir immer an eine Sinusvenenthrombose denken. Denn nur wenn wir daran denken, können wir sie dann auch auf den bildgebenden Verfahren, die wir dann anwenden, sicher erkennen. Das ist nämlich mitunter gar nicht so einfach, wie wir gleich sehen werden. Der zweite Punkt ist ein diagnostischer Pitfall. Denn es gibt ja gerade im pädiatrischen Bereich häufig Patienten mit einer Gastroenteritis.
Diese Patienten haben dann Erbrechen, oft auch noch Durchfall dazu, dehydrieren dann. Und wenn Kinder dehydrieren, ja, dann werden sie recht schnell einmal ein bisschen lethargisch und kriegen Kopfschmerzen. Aber wir merken schon, wie ähnlich dieses klinische Bild dann einer Sinusvenenthrombose ist, weil da habe ich ja auch Kopfschmerzen, Erbrechen und sogar die Dehydratation als Risikofaktor dafür, eine Sinusvenenthrombose zu entwickeln. Das Einzige, was man bei der Sinusvenenthrombose eher weniger hat, ist eine Diarrhö. Und dementsprechend sollten wir zumindest bei den Patienten, die sich mit Erbrechen, Kopfschmerzen ohne Diarrhö präsentieren, an eine Sinusvenenthrombose denken, diese Patienten genau neurologisch untersuchen und bei Unklarheit eine Bildgebung durchführen. Die Bildgebung ist nämlich das wichtigste Instrument für die Diagnose einer Sinusvenenthrombose. Kontrastmittel, CT und MRT sind diagnostisch gleichwertig, sind beide sehr sensitiv und spezifisch. Bei den Kindern bevorzugt man die MRT aufgrund der fehlenden Strahlenbelastung, wenngleich die MRT gerade bei jüngeren Kindern schwierig sein kann, weil die Kinder ja dafür sehr ruhig liegen müssten. Die MRT bietet gegenüber der CT noch einen Vorteil, nämlich kann man diese venösen Infarkte besser darstellen in der diffusionsgewichteten Sequenz. Wie das funktioniert, habe ich bereits in dem Video zu den fokalneurologischen Ausfällen und der Bildgebung dazu dargelegt. Bei anderen Thrombosen, wie zum Beispiel Lungenembolien oder Beinvenenthrombosen, nimmt man ja für den Fall, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Patient eine Thrombose hat, die D-Dimere zum Ausschluss der Thrombose. Na, man sagt, Patient hat ein niedriges Risiko für eine Thrombose. Ich messe die D-Dimere. D-Dimere sind Spaltprodukte von Fibrin in Thrombosen. Das heißt, eigentlich hat man immer, wenn im Körper irgendwo eine Thrombose vorhanden ist, dann auch erhöhte D-Dimere, weil dieser Thrombus immer auch ein klein wenig abgebaut wird. Und wenn ein Patient negative D-Dimere hat, dann schließt es die meisten Thrombosen aus. Wenn er positive D-Dimere hat, beweist das die Thrombose nicht, weil D-Dimere ja auch im Rahmen anderer Erkrankungen entstehen können. Bei der Sinusvenenthrombose taugen die D-Dimere leider nicht einmal für den Ausschluss. Das heißt, nur weil ein Patient keine D-Dimere hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass er an einer Sinusvenenthrombose leidet. Deswegen gibt es nicht wirklich einen großen Sinn, nach D-Dimeren überhaupt zu suchen bei der Fragestellung Sinusvenenthrombose. Ja, nein. Hier ein paar Bilder, wie sich die dann radiologisch präsentiert. Rechts ein gesundes Vergleichsbild aus einer recht ähnlichen Schicht, die ist ein bisschen weiter caudal als links. Die linke Frau hat eine ausgedehnte Sinusvenenthrombose und zwar im Sinus transversus. Ich gehe nochmal auf diese Abbildung zurück. Das ist dieser horizontal gestellte Sinus hier. Das heißt, wir sind etwa auf dieser Höhe. Normalerweise würden wir hier so gut wie nichts sehen, sondern wir hätten hier die normale Hirndichte, wie zum Beispiel hier oben auch. Also hier haben wir keine Hyperdensitäten. Bei dieser Frau hier mit der Sinusvenenthrombose schon, sogar ohne Kontrastmittel, weil das Blutgerinnsel, was diesen Sinus verstopft, sich ja ein bisschen zusammenzieht und dadurch dichter wird als nicht geronnenes Blut. Dementsprechend ist es heller in der CT.
Diese Frau hatte als Symptomatik übrigens eine Psychose. Hier sehen wir ein sehr typisches neuroradiologisches Zeichen für die Sinusvenenthrombose, besonders im Sinus sagittalis superior, denn der hat ein bisschen so eine keilförmige Dreiecksform. Und bei einem gesunden würden wir nach Gabe von Kontrastmittel dieses Dreieck wirklich zum Leuchten bringen. Wir müssen nur lange genug warten, dass das Kontrastmittel von den Arterien über die kortikalen Venen bis in den Sinus geflossen ist. Also wir müssen eine sogenannte Delayed Phase Aufnahme machen. Dann befindet sich das Kontrastmittel hier im Sinus und der leuchtet hell auf. Wohingegen bei einer Sinusvenenthrombose der Thrombus in dem Sinus verhindert, dass das Kontrastmittel mittig durch den Sinus strömt und dann bleibt der hier in der Mitte dunkel und nur am Rand leuchtet vielleicht ein schmaler Spalt, wo noch ein bisschen Blut fließen kann, hell auf. Oder auch die Dura selber leuchtet auch hell auf. Ne? Und deswegen haben wir hier diesen hellen Rand und in der Mitte das dunkle Dreieck und das nennen wir ein Empty Delta Sign. Weil Delta, das große, ist ja so ein Dreieck. Das ist übrigens dieselbe Patientin wie vorhin. Das heißt, die hatte nicht nur eine Sinus-Sagittalis Superior-Thrombose, sondern auch eine Sinus-Transversus-Thrombose. Und was wir hier noch sehen können, ist, dass diese Frau schon Zeichen eines erhöhten Hirndrucks durch diese venöse Abflussstauung entwickelt hat. Wenn wir nämlich die Hirnoberfläche betrachten, dann finden wir keine Sulci mehr, die mit Liquor gefüllt wären. Also wir würden ja hier eigentlich so schwarze Einkerbungen erwarten, die den Furchen des Gehirns entsprechen, so wie hier bei diesem gesunden Vergleichsbild. Aber das Gehirn dieser Patientin ist schon angeschwollen und drückt das Gehirn gegen den Schädel. Und das führt dazu, dass quasi diese Sulci verstreichen. Außerdem könnte man sagen, dass die Ventrikel vielleicht schon ein bisschen komprimiert sind bei dieser Patientin. Hier haben wir einen anderen Fall einer Sinusvenenthrombose bei einer 35-jährigen Frau mit zunehmenden Kopfschmerzen und einer Halbseitenschwäche. Und eine orale Kontrazeption kommt als Risikofaktor in Frage. Wir sehen hier ohne Kontrastmittel, dass der Sinus sagittalis superior, der hier und hier oben angeschnitten ist, schon aufleuchtet, als hätten wir Kontrastmittel gegeben. Das ist ein Zeichen für diesen dichteren Clot, der das Gefäß verstopft. Hier werden wir etwa auf dieser Schnittebene, ja, deswegen haben wir den Sinus sagittalis superior hier vorne und hier hinten angeschnitten und sehen ihn zweimal. Und in diesem Bereich hier gab es offenbar irgendeine kortikale Vene, die hier in den Sinus hinein mündet, die aber aufgrund der Verstopfung des Sinus das Blut da nicht mehr reinleiten kann. Deshalb staut sich das Blut in diesem Bereich und es kommt hier zu einem Platzen der Vene mit dieser Stauungsblutung, die ja wie alle Blutungen in der CT hyperdens ist. Rundherum haben wir ein bisschen ein hypodenses Areal, also das hier, das entspricht einem Ödem, das sich rund um die Blutung dann ausbildet. In der MRT können wir die Sinusvenenthrombose auch darstellen. Hier zum Beispiel können wir bei diesem Mädchen sehen, dass wir hier eine T1-Hyperintensität haben im Bereich des rechten Sinus transversus.
Und wenn wir dann ein bisschen weiter nach Caudal scrollen, dann sehen wir, dass diese Hyperintensität sich auch bis in den Sinus Sigmoideus fortsetzt, der dann quasi hier nach unten verläuft und absteigt. Wenn wir jetzt hier die linke Seite des Bildes mit der rechten vergleichen, dann sehen wir, dass das Zerebellum rechts ein bisschen dicker wirkt als links. Denn links haben wir hier diesen Sinus transversus als schwarzen Streifen, der kein MRT-Signal liefert, weil das MR durch den Blutfluss, der da drin herrscht, ein bisschen einen Signalverlust erleidet. Aber dort, wo das Blut steht und sich ein Gerinnsel ausbildet, dort kriege ich ein MR-Signal und deshalb fehlt mir hier dieser dicke schwarze Streifen und ich habe eine, ja, rein optisch eine Verbreiterung des Zerebellums, aber das Zerebellum ist nicht breiter, sondern ich habe nur hier daneben die Sinusthrombose, die halt eine ähnliche Signalintensität hat wie das Zerebellum und deshalb schwer davon abzugrenzen ist. Bei diesem Mädchen sehen wir auch, was diese Sinusvenenthrombose ursprünglich ausgelöst hat, nämlich eine Mastoiditis. Und zwar sehen wir rechts die flüssigkeitsgefüllten Mastoidzellen, wo jetzt vermutlich Eiter oder infektiöses Material drin ist, während wir links von den luftgefüllten Mastoidzellen kein MR-Signal bekommen. Die Therapie einer Sinusvenenthrombose ist recht überschaubar. Die Akuttherapie besteht hauptsächlich in einer Heparin-Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin, weil das weniger Blutungskomplikationen auslöst und im Gegensatz zu unfraktioniertem Heparin auch keine Laborkontrollen notwendig macht. Die Antikoagulation führen wir auch dann durch, wenn wir Stauungsblutungen gefunden haben. Denn das Freimachen des Sinus verbessert den venösen Abfluss aus diesem Blutungsgebiet und mindert die Stauung, die ja zu dieser Blutung geführt hat. Deshalb ist es nicht schlimm, wenn wir hier, obwohl eine Blutung vorliegt, antikoagulieren. Nach der Sinusvenenthrombose soll man klassischerweise mit Vitamin K-Antagonisten wie zum Beispiel Fenproquumon, also dem Marcomar, länger antikoagulieren, und zwar so 3 bis 12 Monate. Bei schwerer Thrombophilie unter Umständen sogar lebenslang. Es ist nicht ganz klar, ob die neuen oralen Antikoagulantien, also Substanzen wie Rivaroxaban oder Dabigatran, genauso wirksam sind wie das Fenproquumon. Aber erste Studien geben doch Hinweise, dass das so ist und dass sie auch weniger Nebenwirkungen haben als die Vitamin K-Antagonisten. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die NOACs jetzt immer etablierter werden bei der Dauertherapie der Sinusvenenthrombose. Wenn bei einer Sinusvenenthrombose ein epileptischer Anfall aufgetreten ist, dann empfiehlt sich eine Anfallsprophylaxe mit Antikonvulsiva für 3 bis 6 Monate, aber nicht länger, weil der Patient kriegt durch diesen einen epileptischen Anfall dann keine länger bestehende Epilepsie, sondern diese Anfallsprophylaxe hat eher den Sinn, dass man in der Phase, wo das Gehirn durch die Thrombose noch ja, anfällig ist für Störungen, Krampfanfälle verhindert, durch die sich der Patient ja dann selber verletzen könnte beispielsweise. Man sollte nach einer Sinusvenenthrombose auch auf östrogenhaltige
Kontrazeptiva verzichten. Und wenn bei einer früheren Schwangerschaft eine SVT aufgetreten ist, kann man bei Folgeschwangerschaften eine Sekundärprophylaxe mit niedermolekularem Heparin in Erwägung ziehen. Eine Ursachenklärung der SVT soll schon erfolgen unter bestimmten Voraussetzungen. Also nach einem Infekt soll man immer suchen. Es geht nicht, dass man bei einer Sinusvenenthrombose dann eine Mastoiditis oder eine Sinusitis übersieht, weil die muss man therapieren. Und dann wendet man sich halt anderen Risikofaktoren zu. Man kann sich überlegen, ob es ein Thrombophilie-Screening braucht, wenn man sonst keinen Risikofaktor gefunden hat. Es macht nicht wirklich Sinn, bei fehlenden Risikofaktoren dann eine große Jagd nach Malignomen im Körper zu machen mit PET-CT und was weiß ich noch alles, sondern man soll sich beschränken auf eine altersentsprechende Routinevorsorge für maligne Erkrankungen. Also die normalen Screening-Untersuchungen sollen durchgeführt werden. Ansonsten ist keine intensivere Suche vonnöten. Das war's jetzt zum Thema Sinusvenenthrombose. Wir nehmen mit, dass wir dieselben Risikofaktoren haben wie für andere Thrombosen, dass wir ein unspezifisches neurologisches Symptombild mit Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologischen Ausfällen erwarten, dass es die Bildgebung braucht, um die Diagnose zu bestätigen oder zu widerlegen und dass eine Antikoagulation die Therapie der Wahl ist. Vielen Dank fürs Anschauen und für die Aufmerksamkeit.